Schönen guten Abend zur Pressekonferenz nach dem Spiel. Austria gegen Red Bull Salzburg 0:1. Ja, Manfred, ich darf dich bitten um ein Statement. Ich denke, mit der Leistung kann man zufrieden sein, mit dem Ergebnis logischerweise wirst du es nicht sein. Ja, das ist richtig. Also kann für meine Mannschaft nur Lob und Anerkennung aussprechen, so wie sie heute da aufgetreten ist. Erste Hälfte haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht, haben einen der stärksten Gegner in der Liga, Champions League Mannschaft gefordert. Haben uns nur nicht belohnt. Der einzige Kritikpunkt da war vielleicht die Standardsituationen, haben wir da nicht so ausgeführt, wie wir es können, wie wir es auch im Training zeigen. Zweite Hälfte hatten wir dann ein bisschen Anlaufprobleme, sind aber dann nach 25 Minuten wieder besser ins Spiel gekommen. Wir hatten auch Glück, dass der Fehler von Teilen nicht bestraft wurde. Aber grundsätzlich muss ich sagen, dass Punkt sicher verdient gewesen wäre und das wirklich eine starke Leistung meiner Mannschaft war. Dankeschön, Manfred. Peter Klöbel von der Kroner Zeitung beginnt. Manfred, du hast gesagt, das war ein großer Schritt in die richtige Richtung. Was ist jetzt der Next Step für dich? Also mir geht es einfach darum, wenn man das heute gesehen hat, wie wir Salzburg eigentlich erste Hälfte kontrolliert haben, gut gespielt haben, dominiert haben, die besseren Chancen gehabt haben, meiner Meinung nach, und Salzburg wenige Abschlüsse hatte. Das war schon beeindruckend. Der nächste Schritt muss natürlich sein, dass wir das Spiel wiederum im letzten Drittel verbessern. Das ist natürlich das Schwierigste am Fußball, aber wir sind da auf einem guten Weg und ja, wir müssen dann solche Spiele auch einmal gewinnen. Wir haben jetzt zweimal richtig gut gespielt gegen Salzburg. Wenn man die zwei Spiele vergleicht, waren wir im ersten Spiel defensiv gut, im zweiten Spiel aber auch offensiv besser vorhanden. Das war ein großer Schritt und jetzt geht es darum, auch solche Spiele so zu gestalten, dass man sie dann auch gewinnt. Warte, Christian, komm, Mikko. Christian Hackl vom Standard. Stimmt doch voll zu, dass das eine sehr gute Leistung war. Trotzdem kann man mit einer Niederlage wirklich irgendwie zufrieden sein. Und es ist schon der Fall gewesen, dass man ganz einfach zu wenig Gefahr ausgestrahlt hat. Ich meine, die Leistung erst einmal war wirklich toll, aber Torschancen haben wir nicht wirklich gesehen. Und Zusatzfrage, man hat trotzdem dann nach diesem 0:1, war 65. hat man das Gefühl gehabt, der Ausgleich fällt nicht. Ja, richtig zufrieden bin ich natürlich nicht, das ist klar. Und wir werden das auch analysieren und bearbeiten. Aber noch einmal, man darf nicht vergessen, gegen welche Mannschaft wir da gespielt haben und welche Spieler bei uns auflaufen, mit welcher Erfahrung. Und wenn man jetzt die letzten Wochen anschaut, was da entstanden ist, was sie entwickelt hat, dann sieht man auch anhand der Zuschauer, wie viele Zuschauer halt da waren, dass sich die Fans damit hundertprozentig identifizieren. Und dass wir jetzt nicht Wunderdinge erwarten können von dieser jungen Mannschaft, das ist klar. Und dass es viele Dinge gibt oder viele Themen gibt, die wir verbessern müssen, ist auch klar. Und daran werden wir arbeiten. Und zufrieden sind wir natürlich nicht, aber der Auftritt war schon richtig gut. Weitere Fragen. Horst Hötzsch vom Kicker. Also, sorry. Manfred, die Salzburger haben vorhin gesagt, dass sie keine Intensität im Spiel gehabt haben, dass sie nicht ins Spiel gefunden haben. Was habt ihr gemacht, dass die Salzburger nicht ins Spiel gekommen sind? Ja, ich glaube, dass sie große Probleme hatten mit unserer Organisation, wie wir gestanden sind in der Defensive, die Räume kompakt gehalten, wir haben die Passwege zugestellt und vor allen Dingen das Umschaltverhalten unserer Mannschaft war heute richtig gut und da hat man schon gesehen, dass sie das eine oder andere Mal große Probleme hatten über die Außen und das konnte man schon ganz gut erkennen. Die Salzburger haben sich dann entschuldigt, gell, für diese Outenwurf-Geschichte. Ist das für die jetzt alles erledigt? Gell? Also das passiert, das sind Emotionen. Also wer sich erinnern kann, Bregenz, Meierleb, da war ich live dabei, war auch sowas, das passiert in der Emotion und dann ja, hat sie entschuldigt bei uns, das ist okay. Gott sei Dank ist da nicht irgendwie ein Tor gefallen, wenn man sie zurückerinnert mit Wiederholungsspiel und solchen Dingen. Na, klar, das ist passiert im Fußball. Emotionen gehören dazu, aber man muss gute Streitkultur haben, dann ist das alles kein Problem. Du hast dann noch ein klares Foul vor dem Tor gesehen im Fernsehen oder beziehungsweise eigentlich auch live hat so ausgeschaut, als wäre einfach zu früh weggesprungen. Mhm. Also für mich war es ganz klar eine Berührung und das sind halt so Szenen, die oft nicht gepfiffen werden, weil es ja kein schweres Foul ist, weil kein starker Kontakt ist, aber wenn sich ein Spieler geschickt verhält, dann bringt er den Gegenspieler aus der Balance und der Kontakt war da, ganz klar zu sehen
Und deswegen ist Mühl auch nicht zum Ball gekommen und auch dann so aufgekommen, wie er aufgekommen ist. Und darum bin ich hundertprozentig der Meinung, dass man das geben muss. Weitere Fragen? Bitte? Gut, ich sehe keine Fragen mehr. Dann sagen wir Dankeschön, wünsche einen schönen Samstagabend und ja, bleiben Sie gesund.